Deutscher Schlagersänger und Fernsehmoderator Tony Morschow starb am 16. Februar im Alter von 85 Jahren gestorben. Er wurde 1971 mit dem Hit Schöne Maid bekannt. Zahllose Hits folgen. Neben Schöne Maid sind es beispielsweise Heute hauen wir auf die Pauke, Junge, die Welt ist schön, Bora Bora oder Auf der Straße nach Süden. Rund 120 Singles veröffentlicht er, er moderiert rund 40 TV-Shows und absolviert tausende Auftritte. Seine Tonträger wurden millionenfach verkauft. Deutscher Schlagersänger, Fernsehmoderator und DJ Matthias Karas starb am 14. Januar im Alter von 58 Jahren gestorben. Er hatte Anfang der 1990er Jahre seine erste Single veröffentlicht, 2000 erschien sein Debütalbum Bitte anschnallen. Zwischen 2002 und 2004 stand Karas auch als TV-Moderator für 9 Live und Super RTL vor der Kamera. Deutscher Stabhochspringer Tim Lobinger starb am 16. Februar im Alter von 50 Jahren gestorben. Der Leichtathlet erreichte als erster deutscher Athlet in seiner Disziplin die magische Höhe von 6 Metern. Am 24. August 1997 überquerte Lobinger beim ASV Sportfest im ehemaligen Müngersdorfer Stadion in Köln erstmals diese Marke. Knapp 2 Jahre später gelang es ihm auf der großen Bühne beim Golden League Meeting in Oslo erneut. 2003 gewann der heute 50-Jährige in Birmingham Gold bei den Hallenweltmeisterschaften der Leichtathleten. Deutsches Model und Schauspielerin Tatjana Patitz starb am 11. Januar im Alter von 56 Jahren gestorben. Sie wuchs in Schweden auf. Nachdem sie im Alter von 17 Jahren von dem Modefotografen Peter Lindberg entdeckt worden war, nahm sie Anfang der 1980er Jahre an einem Schönheitswettbewerb in Schweden teil und gewann den 3. Platz. Tatjana Patitz gehörte neben Linda Evangeliste, Cindy Crawford, Naomi Campbell und Christy Turlington zur berühmtesten Supermodel-Gang der 90er Jahre. Deutscher Politiker Hans Modrow starb am 10. Februar im Alter von 95 Jahren gestorben. Von November 1989 bis April 1990 lenkte Modrow die Geschicke der DDR. Er verhandelte nach dem Fall der Mauer die ersten Annäherungsschritte mit der Bundesregierung. Später war er Mitglied des Deutschen Bundestages und des Europäischen Parlaments. Er war Ehrenvorsitzender der Partei des Demokratischen Sozialismus und Vorsitzender des Ältestenrates der Partei Die Linke. Deutscher Schauspieler Dieter Schad starb am 4. Februar im Alter von 96 Jahren gestorben. Der Schauspieler hatte in den vergangenen Jahrzehnten in mehr als 120 Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt. Er spielte in der Lindenstraße sowie in Ein Fall für zwei, hatte in Diese Drumbuschs eine Rolle, in Soko 5113, Soko Köln und Soko Leipzig. Italienische Schauspielerin Gina Loll-Obrigida starb am 16. Januar im Alter von 95 Jahren gestorben. Ab Mitte der 1940er Jahre wirkte sie in 70 Film- und Fernsehproduktionen mit, darunter sowohl Komödien als auch Dramen. International bekannt wurde sie mit Filmen wie Fanfan, Der Husar und Die Schönen der Nacht. In den 1970er Jahren zog sie sich aus dem Filmgeschäft zurück und arbeitete fortan als Fotografin. US-amerikanische Sängerin und Songschreiberin Lisa Marie Presley starb am 12. Januar im Alter von 54 Jahren gestorben. Sie war das einzige Kind des Sängers Elvis Presley und der Schauspielerin Priscilla Presley. Sie hat Karriere im Musikgeschäft gemacht und 3 Alben veröffentlicht. US-amerikanische Schauspielerin Raquel Welch starb am 15. Februar im Alter von 82 Jahren gestorben. Weltweit bekannt wurde Welch durch den Fantasyfilm Eine Million Jahre vor unserer Zeit, bei dem sie als Eloana in einem knappen fellbesetzten Lederbikini auftrat. Deutscher Journalist Günther von Lojewski starb am 26. Februar im Alter von 87 Jahren gestorben. Er war der Intendant des Senders Freies Berlin, als 1989 die Mauer fiel. Deutscher Maler, Zeichner und Karikaturist
Guido Zingerl, starb am 23. Februar, im Alter von 90 Jahren gestorben. Deutscher Schriftsteller und Dramaturg Maximilian Dorner, starb am 18. Februar, im Alter von 49 Jahren gestorben. Er studierte Dramaturgie an der Bayerischen Theaterakademie und war als Autor, Regisseur und Kulturveranstalter in München tätig. Deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Publizist Gunnar Heinsohn, starb am 16. Februar, im Alter von 79 Jahren gestorben. Einer breiteren Öffentlichkeit wurde er durch Chronologiekritik und umstrittene Thesen zur Bevölkerungspolitik und Demografie bekannt. Britischer Rockgitarrist und mehrfacher Grammy-Preisträger Jeff Beck, starb am 10. Januar, im Alter von 78 Jahren gestorben. Er gehörte zu den ganz großen Gitarristen der Rockgeschichte. 2022 brachte Beck das Album 18, eine Kooperation mit Johnny Depp, heraus. Deutscher Gitarrist Michael Kupper, starb am 16. Februar, im Alter von 65 Jahren gestorben. Deutscher Fußballspieler Friedel Lutz, starb am 7. Februar, im Alter von 84 Jahren gestorben. Er wurde mit der deutschen Nationalmannschaft 1966 Vize-Weltmeister und 1959 mit Eintracht Frankfurt deutscher Meister. Deutsche Skirennläuferin Rose Mittermeier, starb am 4. Januar, im Alter von 72 Jahren gestorben. Nach 9 Jahren im alpinen Skiweltcup gewann sie bei den Olympischen Winterspielen 1976 in Innsbruck 2 Goldmedaillen in der Abfahrt und im Slalom sowie die Silbermedaille im Riesenslalom. Deutscher Schriftsteller und Verleger Gerhard Wolf, starb am 7. Februar, im Alter von 94 Jahren gestorben. Rumänisch-deutscher Handballspieler Hanse Schmidt, starb am 5. Februar, im Alter von 80 Jahren gestorben. Für Deutschland absolvierte Schmidt 98 Länderspiele, in denen er 484 Tore warf. Deutscher Theaterregisseur Jürgen Flimm, starb am 4. Februar, im Alter von 81 Jahren gestorben. Von 2010 bis 2018 war er Intendant der Berliner Staatsoper unter den Linden. Deutsche Richterin, Fachautorin und Laiendarstellerin Ruth Herz, starb am 2. Februar, im Alter von 79 Jahren gestorben. Deutscher Radrennfahrer und Trainer Gerald Mortag, starb am 30. Januar, im Alter von 64 Jahren gestorben. Deutscher Jazzmusiker Hermann Breuer, starb am 25. Januar, im Alter von 80 Jahren gestorben. 1982 gründete er die Gruppe Burst Jazz. Deutsches Model Jeremy Rühlemann, starb am 21. Januar, im Alter von 27 Jahren gestorben. Er lief auf mehreren Laufstegshaus von Christian Siriano und hat für Marken und Designer wie John Varvatos, Josef Abboud, Superdry, Zara und Atelier Zillian gemodellt. Deutscher Journalist und Hörfunkintendant Detmar Kramer, starb am 16. Januar, im Alter von 93 Jahren gestorben. Deutscher Manager der Automobilindustrie, der unter anderem zwischen 1982 und 1993 Vorstandsvorsitzender von Volkswagen war, Karl Horst Hahn, starb am 14. Januar, im Alter von 96 Jahren gestorben. Deutscher Kulturhistoriker, Publizist und Politiker Christoph Stölzel, starb am 10. Januar, im Alter von 78 Jahren gestorben. Deutscher Fußballspieler Suat Türker, starb am 12. Februar, im Alter von 46 Jahren gestorben. Er hatte den großen Teil seiner Karriere in Offenbach verbracht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, klicke auf den Abonnieren-Button.